Herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial. Ich bin Sebastian und ich werde euch heute mal erklären, wie wir eine Schaltgruppe erstellen zwischen einem 6-fach-Wandtaster und einer Homatic IP Schaltmesh-Steckdose und das Ganze in der cloudbasierten Homatic IP Lösung mit dem Access Point. Ja, dazu braucht man die App, die haben wir hier schon geöffnet und da starten wir jetzt einfach mal direkt mit dem Anlernen der Geräte. Da gehen wir jetzt hier in das Hamburger-Menü, auf das Anlernen der Geräte. So, ziehen den Isolierstreifen an unserem Wandtaster. So, der meldet sich dann auch in der App direkt an. So, jetzt müssen wir noch die Seriennummer eingeben. 1, 2, Bertha, Bertha ist das in diesem Fall. Bestätigen das Ganze. Ja, jetzt müssen wir den Raum angeben. In diesem Fall wählen wir einfach mal das Wohnzimmer. Bestätigen dann mit Weiter. Gerätename, Wandtaster 6-fach, beschreibt das Gerät sehr gut. Lassen wir einfach mal so drin stehen. Bestätigen mit Weiter. Ja, wir wollen das Tastenpaar 1, 2 nehmen. Hier ist direkt ein Piktogramm für Beleuchtung drauf. Wir haben nämlich eine Lampe angeschlossen. Jetzt müssen wir noch wählen, für welches Gewerk ist das Ganze. Licht und Beschattung. Schalten damit eine Lampe. Ja, das ist jetzt hinterlegt. Gehen auf Weiter. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen natürlich noch ein weiteres Gerät anlernen, nämlich unsere Schaltmesh-Steckdose. So, das Gerät müssen wir jetzt dann in die Steckdose stecken. Das meldet sich dann auch in der App. 04FA ist das Ende der Seriennummer in diesem Fall. Auch unsere Steckdose ist im Wohnzimmer. Da haben wir eine Stehlampe dran. Das schreiben wir jetzt auch hier mal rein. Die Lampe bestätigen wir, gehen auf Weiter. So, auch hier werden wir jetzt nochmal gefragt. Licht und Beschattung, gehen wir auf Weiter. Ja, und am Ende werden wir jetzt direkt gefragt, ob wir eine Gruppe erstellen wollen. Und das müssen wir nämlich machen, damit die beiden Geräte untereinander kommunizieren können. Man sieht, es ist noch keine Gruppe vorhanden. Wir gehen jetzt mal auf das blaue Plus und erstellen eine Schaltgruppe. Die nennen wir jetzt auch einfach mal Stehlampe. Mit Enter bestätigen, auf Weiter. Mit dem Plus müssen wir jetzt auswählen, welches Gerät soll erstmal geschaltet werden. Und da haben wir unsere Stehlampe nun zur Verfügung. Gehen dann auf Weiter. Anschließend mit dem Plus auswählen, welches Gerät soll dieses erste ausgewählte Gerät unsere Stehlampe schalten. Das ist jetzt der 6-fach-Wandtaster, Taste 1, 2. Auf Weiter. Ja, jetzt könnten wir noch auswählen, wenn wir eine Einschaltdauer haben wollen, wie lange soll dieses Gerät nach dem Schalten mit diesem Gerät anbleiben. Das wollen wir jetzt mal nicht machen, gehen dann auf Fertig. Schon haben wir eine Gruppe erzeugt. Ja, der linke Taster bei Homatic IP ist immer zum Ausschalten vorgesehen, der rechte zum Einschalten. Und schon sieht man, wie wir mit diesem Wandtaster die Steckdose und somit halt die Stehlampe schalten können. Ja, so einfach und schnell hat man bei Homatic IP eine Schaltgruppe erstellt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da. Fragen auch gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Videos.